Wir haben noch einen Videogruß mitgebracht aus der Türkei. Die konnten nicht kommen, das wären zu viel gewesen. Es ist ein Chor, der Antakya Chor, da singen Juden, Christen, Moslems, total verschiedene Menschen zusammen und bringen miteinander diese Botschaft in die Welt hinaus, dass wir alle eins sind. Wir schicken euch liebste Grüße aus der Türkei von der Antakya Family Show Choir Association, die aus drei monotheistischen Religionen, muslimisch, christlich, jüdisch, und aus sechs verschiedenen Kulturen, alevitisch, sunnitisch, orthodox, katholisch, jüdisch und armenisch besteht. Unser Chor hat bis zu 75 Frauen und 75 Männer. Es gibt in diesem Chor Imame, Pastoren, Lehrer, Schüler, Rechtsanwälte, Handwerker, Ingenieure, Ärzte sowie Hausfrauen, Menschen aus verschiedenen Berufen und Gesellschaften. Gruppen, verschiedene Religionen, Kulturen, Glaubensbekenntnisse und Farben. Alle arbeiten ehrenamtlich in diesem Chor mit. Wir erleben zusammen das totale Feeling, besonders weil wir ein Ziel durch die universelle Sprache der Musik zum Ausdruck bringen, der Weltfrieden. Wir haben schon viele Auszeichnungen, darunter den Friedensnobelpreis im Jahr 2012 erhalten. Wir sind sehr glücklich zu wissen, dass überall auf der Welt die Menschen aufwachen und merken, dass die Spaltung raus muss. Durch unser Chor möchten wir in der Welt ein Zeichen setzen, indem wir uns trotz unserer Andersartigkeit in Religion und Kultur lieben, achten und wertschätzen. Wir senden euch von Herzen viele Grüße. Wir sind zwar weit weg in der Türkei, aber besonders heute in Freundschaft und Liebe mit euch hier am Freundestreffen verbunden. Ja, dieser Chor ist heute im Livestream mit dabei. Also, wir winken euch. Liebe Grüße aus der Schweiz in die Türkei. Und bei allen anderen auch, die heute über Livestream mit dabei sind in alle Welt.